Hallo und willkommen bei Bakerman's Easy. Gemäß dem Motto, jeder kann backen und kochen, machen wir heute Hamburger. Die sind auch relativ einfach in der Herstellung. Wir machen eine gesunde Variante. Wir benutzen Dinkelmehl 50-50. Weil Dinkel hat den Vorteil, es hat mehr Ballaststoffe, Mineralstoffe und ist einfach gesünder. Wir nehmen noch ein bisschen Milch und Ei dazu. Von daher eine gesunde Variante. Und dahin habe ich die Zutaten. Und jetzt legen wir los. So, hier haben wir unsere Zutatenliste. Wir haben hier die Milch, am besten warm, so um die 40 Grad. Dann Mehl, Zimmertemperatur, der Rest auch Zimmertemperatur. Rechts haben wir das Sesam. Hier haben wir das Weizenmehl, das Type 55, ist sehr elastisch und sehr dankbar beim Kneten und beim Gashaltevolumen. Hier haben wir Dinkelmehl, das ist gesund, das ist mineralstoffreich, ballaststoffhaltig. Dann haben wir hier rechts den Zucker. 25 Gramm. Die Hefe nimmt man ganze Würfel, würde auch 30 Gramm reichen, aber mit 42 Gramm haben wir auch keine Reste im Kühlschrank. Dann haben wir hier, nehmen wir hier Margarine, Salz. Also hier haben wir jetzt die Schüssel mit Milch. Die Hefe haben wir natürlich ausgepackt, die bröseln wir hier rein. Dann machen wir hier den Zucker dazu. Wenn da ein bisschen Margarine dabei ist, das macht nichts. Salz sollte jetzt keins rein sein. Jetzt lösen wir das schön auf. Muss auch nicht ganz aufgelöst sein, weil der Rest verbindet sich dann beim Kneten. Jetzt nehmen wir ein ganz normales Küchensieb. Wir sieben das Mehl, da kriegt man mehr größeres Volumen. Es bindet mehr Flüssigkeit. Es wird dann, der Teig wird lockerer und länger haltbar. Ist auch keine große Arbeit, das geht relativ schnell. Weil dann bilden sich auch keine Klumpen, es vermengt sich leichter und das Ergebnis wird er dann sehen. Gut, es macht jetzt nicht viel aus, vielleicht 10% vom Ganzen. Also wenn ihr wollt, braucht das nicht machen oder wenn ihr kein Sieb habt. Dann hier die Margarine rein, das Salz. Dann fangen wir hier an, den Teig zu bilden. Leichtes Rühren, nicht so arg schlagen wegen Staub. Ganz gemütlich. Einfach schön, vielleicht wenn ihr wollt, die Schüssel drehen, das ist als einfacher, wie um den Tisch laufen. Also von daher merkt ihr schon die Konsistenz, das Mehl zieht schon die Flüssigkeit, beziehungsweise in diesem Fall haben wir ja die Milch. Fängt schon an, sich einen Teig zu bilden, und wenn wir eine gewisse Konsistenz haben von dem Teig, von der Rührschüssel, dann holen wir den Teig raus und bearbeiten den auf unserer Arbeitsplatte oder auf dem Arbeitstisch. Der Teig wird ungefähr geknetet, so 4 bis 5, also 5 Minuten ist als optimal, damit sich alles genau verbindet. Wir haben jetzt das Ei abgezogen. Wir machen das Ei in den Teig. Mit rein, ne? Da war das Ei. Wir vermengen das jetzt schön. Weil wir machen das jetzt rein. Ganz einfach, weil wir es vorhin vergessen haben. Weil normalerweise kann man das auch mit der Milch direkt in Verbindung mit der Hefe durchmischen. Aber es verbindet sich jetzt noch genauso, weil der Teig muss ja noch geknetet werden. Wenn wir nichts Gelbes mehr sehen, dann holen wir den Teig raus, wirken den hier auf dem Holzbrett durch. Na, das ist soweit. Der Teig ist gut durchgeknetet. Machen wir hier ein bisschen Mehl drauf. Dann holen wir den Teig raus, nehmen wir einen Löffel. Natürlich kann man auch einen Teigschaber nehmen, aber den haben wir jetzt nicht zur Hand. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr einen habt. Löffel, auch super. Also hier seht ihr den Teig, jetzt seht ihr die Beschaffenheit, ich zoome es euch noch ein bisschen her. Seht ihr diese Risse, dieses Ungleichmäßige, und das müsst ihr jetzt so lang kneten, bis es eine glatte Fläche gibt. Immer ein bisschen nehmen, dass ihr euch festlegt und die Hände immer sauber bleiben. Dann könnt ihr das immer so wirken, ihr legt das hier rein. Zieht es hier lang und irgendwann habt ihr eine glatte Fläche. Also wenn er so aussieht, ist er perfekt, das ist ja schön glatt. Seht ihr auch die glatte Oberfläche. Und unten ist dann praktisch hier der Abschluss. Der sieht dann so aus. Das gebt ihr jetzt in eine Schüssel. Den lassen wir jetzt ruhen. Der wird jetzt abgedeckt, am besten mit einem feuchten Tuch. Das machen wir ein bisschen nass. Dann nehmen wir hier den Sprüher, befeuchten das schön, dass sich auf dem Teig keine Haut bildet.
fertig und das Ganze jetzt 40 Minuten Ruhe lasse. Wir können das draußen irgendwo hinstellen, wenn es warm genug ist. Beste Temperatur, so 26 Grad. Wenn es hier zu kühl ist im Wohnzimmer oder im Winter oder so, dann könnt ihr das auch gerne in den Backofen stellen. Backofen auf 30 Grad gestellt, Schüssel rein für 40 Minuten und dann holen wir den Teig wieder raus. War ein bisschen länger wie 40 Minuten, noch etwas verquatscht. Kann man schon sehen, was hat dort den ganzen Zug genommen. Jetzt ist das doppelte Volumen wie vorhin. Die Schüssel ist fast voll. Also den Teig holen wir aus der Schüssel hier, mal ein bisschen stäuben. Dann drücken wir das hier schön flach. Den wiegen wir dann ab, 110 Gramm. Also circa, wenn das jetzt 112 sind oder 105, spielt es keine Rolle. Ja, immer nicht vergessen, immer ein bisschen Mehl. Und wenn ihr das öfters macht, dann habt ihr auch Übung, dann passt es ja fast immer vom Gewicht her. Und den Rest, wenn ihr dann ein paar Gramm mehr habt, dann könnt ihr dann einfach aufteilen. Machen wir eine runde Form. Einfach, man nimmt hier zwei Stücke oder erst eins und dann genauso wie das andere. Wenn wir vorher einen großen Teig gemacht haben, einfach einschlagen, einschlagen, drehen, einschlagen, drehen. Ich mache das vielleicht mal weiter vorne. Dann legen wir hier ab. Und auch wieder, nicht vergessen, immer ein bisschen Mehl. Zeige ich es euch hier vorne nochmal. Einfach hier einschlagen, reindrücken, einschlagen, reindrücken, einschlagen, reindrücken. Setzt ihr dann hier ab, schön. Oder, wenn die Profi-Variante, einfach hier mit dem Daumen einfach unten reinziehen, hier. Einfach hier mit dem Daumen unten reinziehen. Ihr macht die Kreisbewegung vor mit der Hand und mit dem Daumen zieht das hier rein. Und dann könnt ihr die hier ablegen, seht ihr, da sind die ganz glatt hier. Und auf der Rückseite ist dann der Abschluss. Wenn ihr das mal öfters macht, dann klappt das ratzfatz. Jetzt habt ihr hier die Brötchen liegen, die werden jetzt abgesetzt. Da haben wir jetzt Backblech mit Backpapier. Könnt natürlich auch ohne Backpapier, aber ich finde es mit Backpapier habt ihr den Vorteil, es klebt euch nichts. Ihr habt keine Sauerei, also total easy, braucht das Blech nicht sauber machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch später das Papier einfach wieder benutzen, was das nächste Mal. Das war ein bisschen bräuner, aber das geht noch genauso. Wir haben die jetzt 5 Minuten stehen lassen. Seht ihr, die sind schon gequollen. Machen wir hier ein bisschen Wasser, Pinsel, machen die ein bisschen nass. Weil ich mache nämlich zwei Sorten. Die Hälfte mit Sesam, die Hälfte ohne, falls jemand dabei ist. Der mag keinen Sesam oder ist allergisch, kommt ja auch öfters vor mittlerweile. Setzen wir die ab. Ich zeige euch das, ich komme mal ein bisschen näher her. Hier das Blech. Wir haben 13 Brötchen und die verteilen wir gleichmäßig auf den Blechen. Das sind die ohne jetzt und die sind mit Sesam. Da haben wir eine kleine Schüssel hier, da haben wir Sesamkörner drin. Das machen wir auch relativ einfach, die machen wir auch hier weg. Einfach kurz rein und setzen die dann hier auch auf dem Blech ab. Ja, mittlerweile waren etwas zu langsam, sind die abgetrocknet. So, dann haben wir hier noch ein paar Körner. Die schütten wir nicht mehr zurück in die Verpackung wegen der Feuchtigkeit. Dann machen wir hier einen mehr und den bestreuen wir. Wenn wir bestreuen, da haben wir nicht ganz so viel Sesam. Ihr könnt auch alle bestreuen, das ist wie ihr wollt. Jetzt lassen wir die ein bisschen ruhen, wir decken sie ab mit einem Handtuch. Ich würde so sagen, so 20 Minuten, 15, 20 Minuten, aber das seht ihr, wenn die ein bisschen größer werden. Also die müssen ungefähr bis hierher, so einen Zentimeter nach allen Seiten größer werden. Da könnt ihr das erkennen. Und die lassen wir jetzt einfach hier draußen stehen. In der Zeit heizen wir unseren Backofen vor. Wir machen 250 Grad. Das hört sich zwar heiß an, aber in dem Moment, wo wir die Tür aufmachen, die Brötchen reinschieben, dann kühlt sich ja der Backofen automatisch ab. Weil Backtemperatur nehmen wir so 210 Grad, circa 20 bis 24 Minuten, kommt aber auch auf euren Ofen an. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger. Die einen müssen mit 220 Grad fahren. So, die 20 Minuten sind um. Das seht ihr jetzt. Brötchen, vorher halbe Hand, jetzt schon ganz schön große Hand. Die haben eine gewisse Stabilität noch und jetzt legen wir alle ab. Die garen jetzt auch noch nach im Ofen, also die werden noch ein bisschen größer. Wir sprühen die jetzt ein bisschen ein, weil wir keinen Dampfgarer haben, damit sich keine Haut bildet und die sich schön entwickeln können während dem Backvorgang. Dadurch kann sich der Teig
ungehindert ausdehnen. Und wenn wir hier eine Haut haben, dann reißt er und er dehnt sich dann immer. Hier seht ihr jetzt, die glänzen jetzt schön, bedingt durch das Wasser. Die sind, hat auch keine Haut hier, die sind schön weich. Und die schieben wir jetzt in den Ofen rein. Jetzt können die gemütlich backen. Also wie gesagt, Tür zu, 20 Minuten. Und wenn die schön braun sind, holen wir sie raus. Also hier könnt ihr gucken, die kriegen jetzt eine schöne Form im Backofen. Die Tür lassen wir zu. Und den Ofen haben wir jetzt runtergestellt auf 210 Grad. Da können die jetzt gemütlich 20 Minuten vor sich hin backen. Jetzt seht ihr auch, die werden jetzt nochmal ein Drittel größer beim Backen. Also wenn ihr Umluftbackofen habt, dann könnt ihr auch gern so nach, wenn sie 5 Minuten backen, nach Ober, mit Ober- und Unterhitze umschalten auf Umluft. Vorteil ist bei der Umluft, dass es überall gleichmäßig heiß. So, jetzt die Brötchen sind fertig. Brötchen raus. Seht ihr, super Farbe. Die sprühen wir jetzt noch ein bisschen mit Wasser, dass sie noch ein bisschen glänzen. Dann nehmen wir unseren Sprüher. So sehen die dann aus. Jetzt haben die Brötchen, sind jetzt ausgekühlt. Jetzt kann man sie sogar schon aufschneiden, belegen. Jetzt sind sie noch gut warm. Man schneidet sie auch mit einem guten Sägemesser, damit innen die Krume, also dieser weiche Teil, schön zusammenbleibt. Eine schöne Farbe hier. Und ihr werdet vielleicht sagen, was soll ich jetzt mit 13 Brötchen? Wir sind nur zu zweit. Die kann man einfrieren. Die kann man maximal, würde ich jetzt sagen, so 4 Wochen in der Gefriertruhe lassen, Plastiktüte rein. Was ich machen würde, ich würde sie nicht ganz einfrieren, sondern halbieren, durchschneiden, zusammenlegen wieder in eine Plastiktüte rein. Ich nehme am besten immer so einen Müllbeutel. Der braucht nicht viel Platz. Vor allen Dingen kann man den anschließend wieder benutzen, muss nicht wegwerfen. Der Vorteil ist, wenn das Brötchen gefroren ist, man kann es einfach aufklappen, es taut schneller auf und man kann es dann einfach so in den Toaster reinschieben. Brötchen rein, das Gefrorene natürlich, und dann einfach runtergedrückt. Das geht dann ruckzuck, innerhalb von 1,5 Minute oder eine Minute habt dann total frisches. Könnt ihr natürlich auch vor der Zubereitung machen. Dann habt ihr das schön kross für euer Hamburger Brötchen, innen getoastet, außen. Und wenn nicht, mache ich es immer so, ich schneide die auf, lege sie auf ein Backblech, schieb sie in den Backofen rein, Oberhitze, 2-3 Minuten, dann werden sie auch schön braun, kann man sie rausziehen. Die Frikadellebrötchen drauf oder Tofu, sonstiges, kann man sie servieren. Super lecker. Und das war's für heute. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, wie man Hamburger macht. Dann wollte ich noch was dazu sagen zu der Hamburger. Also ihr könnt die Zutaten natürlich austauschen, jederzeit. Ihr könnt statt Margarine auch Butter nehmen. Ihr könnt auch nur Weizenmehl nehmen oder auch die Milch austauschen mit Wasser. Also ihr seid ja nicht immer groß gebunden. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Also mir persönlich habe die jetzt so am besten geschmeckt. Und die kommen auch ganz gut an bei den Leuten. Schön, dass ihr da wart. Und was ich auch noch sagen wollte, vielen Dank für die Abonnierung. Ich habe schon relativ viele Leute für die kurze Zeit. Das finde ich ganz toll. Da wollte ich mich auch nochmal bedanken. Und wie gesagt, mit dem Spende-Button, das dauert noch ein bisschen. Ihr könnt aber trotzdem was spenden, wenn ihr wollt. Ihr müsst es aber nicht machen, also wenn ihr wollt, gern. Und wenn nicht, freue ich mich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Baker Man is easy. Ciao.